Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Spezial. 2000 Abonnenten auf unserem Kanal und ja, die meisten sind dazugekommen in den letzten 1,5 Monaten durch den Klassiker Papers, Please, unserem Grenzsimulator 2013 von Lucas Pope. Ja, dieses Spiel erfreut sich offenbar immer noch größte Beliebtheit, ist eigentlich auch in jedem Steam-Sale immer mal wieder mit dabei in der Palette. Ja, macht Gaudi, haben wir ja selber gespielt, 2 Jahre knapp ist es her. Und ja, durch das verstärkte Interesse in der letzten Zeit, wo auch öfter mal die Bitte kam, mach doch mal eine Fortsetzung, habe ich mir gedacht, okay, eine komplette Fortsetzung möchte ich jetzt eigentlich ungern machen, weil das würde sich dann wieder ewig hinziehen und wir haben ja noch ein paar andere Projekte in der Pipeline, aber so zumindest mal so als Special und ja, es würde sich natürlich jetzt anbieten, ne, für die 2000 Abonnenten. Herzlichen Dank an dieser Stelle, 2000 Abonnenten ist ja für mich eine tolle Zahl. Habe ich ja am Anfang nicht damit gerechnet, dass ich jemals 2000 Abonnenten haben werde. Ja, aber ich nehme es mal gerne mit, ne? Von dem her, ja, lasst uns anfangen, lasst uns nicht groß rumquatschen. Wir fangen nochmal mit der Geschichte an. Allerdings möchte ich dieses Mal ja ein kleines Experiment machen, und zwar Familienauslöschung. Klingt jetzt dramatisch, nur für mich hat immer mal interessiert, was passiert denn wirklich, wenn meine Leute nichts mehr zu essen kriegen und wenn sie auch keine Heizung haben und keine Medikamente und nichts, ne? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, und das werden wir angehen. Wir starten eine neue Geschichte mit einem neuen Speicherslot. So, und da geht's schon los. Herzlichen Glückwunsch! Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen im Jahre 82 in Astotzka. Na, sehr schön. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitsansatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Krestin. Ja, das kommt sehr bekannt vor, ne? Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostkrestin zur Verfügung gestellt. Es lebe Astotzka, ja, unser kleiner totalitärer Staat. Grenzübergang Krestin endlich eröffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Das fragt sich die Wahrheit von Astotzka, das unbezahlbare Blatt aus dem Jahre 82. Familien vor Zusammenführung. Na, gehen wir mal zur Arbeit. Und da wackelt er in seinen Grenzposten und die Schlange ist hier grenzenlos lang. Unglaublich. Ja, ach Gott, die Depeschen. Ja, stimmt. Willkommen, bla bla bla. Einreise, nur Bürger von Astotzka sind berechtigt. Mein Gott, das ist ja am Anfang nur richtig einfach, ne? Ja, wenn wir uns erinnern, wie sich dieses Regelbuch dann auch extrem verändert hat, ne? Das ist ja noch wirklich Bibifax einfach. Am Ende musste man wirklich den Impfpass und alles kontrollieren. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also das ist ja wirklich eine Lachnummer. So, servus. Ja, ja, aus Astotzka. Okay, das kann ich, glaube ich, durchwinken. Da machen wir gleich mal schnell hier. Danke, tschüss. Ja, willkommen bei uns, servus. Nichts da. Ne, es fühlt sich so an, als wären wir nie weg gewesen irgendwie. Ach Gott, du kommst aus Impor. Ne, sorry, kann ich nicht machen. Was, kleiner als gedacht, der Grenzübergang. Ja, du auch, servus. Nur Freunde aus Astotzka, bitte, ne? Ab nach Hause mit dir. Hinfort mit ihm. Oh, Günther Netzer, Gedächtnisscheitel. So, der hat 8 Stunden gewartet. Ja, pass auf, die Rückreise geht schneller. Servus. Nur Astotzkaner. Ich fass es nicht, fahr zur Hölle. Entschuldigung. Hier, Regelbuch, ne? Ich mach die Vorschriften nicht. Guten Tag. So, du gehst auch nach Hause. Servus. Ah, Haihan Impor. Moment, Haihan Impor. Das müsste sogar passen. Ich muss mir die ganzen Regionen wieder anschauen. Obristan, Skal, Lornlands, Mergerus. Ach Gott. Es war ein Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen. Danke. Tschüss. Meine Herren. Kollechien, Jurko, ja, Vidor, Westkristin, ja, ja. Okay, so, servus, wo bist du? Aus Impor. Zum Kaido Impor, Moment. Ich da. Zum Kaido Impor, muss ich gerade nochmal nachschauen. Passt das, Impor? Zum Kaido, ja, okay. Ja, du kannst da gleich nach Hause gehen. Glorian Major, Repulien, das passt auch, meine ich. Wie man sich sowas gemerkt hat, oh mein Gott. 2 Jahre und so eine Scheiße hat man sich gemerkt. Bostan, Repulien, das müsste auch passen. Servus. Kurzer Check. Repulien. Na? Arsch auf Zeit, was ist da los? Na? Bostan, Repulien, ja. So, Astotzka, du darfst durch.
Servus, willkommen bei uns zu Hause im schönen Astotzka, ne? Bei den Reichen und Schönen. Oder so ähnlich. Ebenfalls Astotzka Paradiesner. Da, nimm den Scheiß mit, servus. Mei, ist das entspannt hier da. Ist das entspannt? Aus Mütterchen ist auch da. Aus Kolächen. Nee, sorry, du darfst nicht rein, ne? Nur Astotzkaner. Mensch, Kolächen, das war doch der direkte Nachbar, ne? Da gab es doch gleich, glaube an Tag 2 oder 3 diese Anschläge. ja. Die Kolächen. Dann kam die Geschichte mit dem Nacktscanner und alles. Und diese Pressefritzen waren dann ständig da und die scheiß Diplomaten, ja. Ja, man hat sich den Dreck doch gemerkt, tatsächlich. Ach Gott, der letzte Kunde für heute, oder was? Ja, jetzt, du kannst auch nach Hause gehen. Servus. Für Gott. Gute Nacht und tschüss. So, Tag 1. Das war sehr entspannt. Ja, genau hier. Das Frau, Sohn, Schwiegermutter, Onkel. Eieiei. 14 Mal Geld gekriegt. Das ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, also es ist ja nicht wirklich kalt. Ne? Ich meine, im Oktober, da braucht man noch keine Heizung. Und zum Essen, die sind ja alle gut genährt. Ich glaube, da brauchen wir momentan auch nichts. Also, da sparen wir uns richtig Asche. So muss sein. Gehen wir eine Runde pennen. Grenzübergang. Achso, wir sind ja im November mittlerweile. Nicht Oktober, stimmt, November. Grenzübergang, Christine. Ein Erfolg in Kürze. Weniger Auflagen. Ja, klar, logisch. Einreise von Ausländern. Analysten in Feierlaune. Mhm. Ja, wenn das so ist, da freuen wir uns natürlich. 24. November, ein Monat vor Weihnachten. Ja, wir wissen ja, was an Weihnachten passiert. Wenn man es bis dahin schafft. So, mit dem heutigen Tag ist auch Ausländern mit gültigem Pass die Einreise zu gestatten. Ja, jetzt haben wir dieses komische Prüfteil da unter. Blablabla, auf Diskrepanzen zu Prüfer. Ja, das kennen wir natürlich. Okay, alles klar. Die Kiste auf. Guten Morgen, servus. Zeig dein Zeug. So, du hast schon mal was vergessen. Und zwar brauchst du... Hä? Moment. Ob ich da mich jetzt... Ach, mit gültigem Pass. Okay, da war ich jetzt meiner Zeit voraus. Da war ich meiner Zeit voraus. Ja. Stimmt, das kommt ja erst noch, ne? Mit dem Visum. Das kommt ja erst noch. Ist gefährlich, wenn man ein Spiel schon mal gespielt hat. Und dann weiß, wie es eigentlich weitergeht. Und dann kommt man ab und zu durcheinander. So, was haben wir hier? Antigrien, männlich. Oh, sorry, du Meister, schau mal hier. Das Ding ist leider nicht mehr ganz gültig. Das Ding ist abgelaufen. Da, servus. Das muss ein Irrtum sein. Ja, ein scheißes Irrtum, verstehst du? Deine Oma. Kannst du erzählen, wen willst, deine traurige Geschichte. Ist mir scheißegal. So. Nächster. Skal, Obristan. Das passt. Das ist noch soweit okay. Da, darfst rein. Danke, tschüss. Oh, jetzt habe ich das Bild gar nicht angeschaut. Man muss auf das Bild achten. Naja, okay, habe Glück gehabt. Läuft. Grüß Gott. Beeilung. Was heißt Beeilung? Tu mal ganz langsam, gell? Ost-Christine, ja, okay, passt. Ist in Ordnung. Endlich. Also, schneller geht's ja gar nicht. Mein Gott, die Leute haben heute eine Hektik. Keiner hat mehr Zeit, ne? Alle haben so einen Stress. So, Repulien. Glorian Mayer. Weiblich. Das ist ja interessant. Schau an. Nicht wirklich, oder? Ah, schau mal hier. Kannst du den neuen malen? Sowas. Aber ansonsten sah er gut aus, ne? Sah nicht schlecht aus. So, hallo, mein Hübscher. Oh, Langeweile? Willst du dich amüsieren? Ah, die rosa Sünde. Genau, stimmt. Also von Grund auf schon mal sympathisch, okay. Orvetsch, ja. Okay. Baujahr 33. 82. Ich will mich doch nicht amüsieren, glaube ich. Nee. Darf's gerne rein, gell, aber. Ich schau mich alternativ um. Noch nicht. In 20 Jahren vielleicht mal. So. Impor Enkio. Männlich. Das müsste passen. Dort der Anschlag, oh je, der Kollege, der gemeine Granatenwerfer. Gib alles, aber du wirst es auch diesmal nicht schaffen. Du schießt wie meine Oma. Die trifft auch nichts. Da schaut er das an.
Bäm. Eieiei. Ja, gute alte Granate. Wie viel haben wir geschafft? 7. Oh, das ist wenig. Der Arbeitstag fand ein vorzeitiges Ende. Böse Anschläge. Der Sohn ist krank. Wir haben nicht zu viel verdient. Nicht schön. Oh, friert, krank, hungrig. Ja, mei. Ja, ich nag so ein bisschen am Hungertuch, ne? Ich muss sparen. Also die Heizung, die ist ja völlig überbewertet, oder? Ich glaube, die brauchen wir nicht, gell? Und Medikamente sind auch ganz schön teuer. Ne, die können wir uns auch nicht leisten. Also zu essen gibt es ja mal ausnahmsweise was. Aber der Rest, den müssen wir leider sparen. Muss man einen neuen Fernseher kaufen, ne? Jetzt zur Fußball-Europameisterschaft. Muss man einen neuen Fernseher kaufen. Terroristen verüben Anschlag in Christin. Kollegische Hetzer unter Verdacht. Was ein Skandal. Na dann. Der 25. November 82. Wir sind sehr gespannt. Lalala, die Nichtbürger sofort reguliert. Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Ja. Okay, also jetzt sind wir soweit. Der Einreisebeleg. Ne? Jetzt müsste hier auch die Vorschrift stehen. Genau, läuft. So, zeige ich her. Oh, hat auch sein Belegschild schon dabei. 25.11.82, der passt. Les Renardi Repulien müsste auch passen. Der ist auch noch gültig. Servus, da nimm das Scheiß wieder mit. Servus. Für Gott. Auf Wiedersehen. So, nächster Kunde. Servus. Da fehlt schon mal was. Ne, brauchst du den blöde Einreisebeleg. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Jetzt zeigt's ihn, weißt du? 25.182, ich hab's Glück gehabt, du. St. Marmoro Antigrin passt auch. Ja, darfst durch, danke, tschüss. Und immer locker bleiben, ne? Immer brav bleiben. Weißt du, wie's läuft. So, nächste Kollege, servus, hallo, schön. Kann ich jederzeit glücklich machen, auch die nächste. Meine Herren. Nur Schlampen bei uns arbeiten hier da. Enkio. Impor. Impor Enkio müsste ja auch passen. Da, schauen wir, Scheiße wieder mit. Da, ich will den Dreck nicht. Da, geh weg. Da, halt, du hast was vergessen. Ah. Na gut. Kann ich das irgendwo aufhängen? Nee, geht nicht. Okay. Hänge ich meine Kabine auf. Oh, die strenge Lehrerin. Oh. Servus, Shingleton. Ist okay. Das passt auch. 7784, ja, läuft, darfst auch rein, danke, da, schau, nimm den Scheiß mit, servus, brav bleiben, das läuft ja wie am Schnürchen hier. So, ich habe von einem Bombenanschlag gehört, ja, ja, nette Geschichte, das Ding ist in Ordnung, das passt auch. Oh, Merkurus Obristan, ich glaube, das passt sogar, ja, Merkurus Obristan passt. Da, schau. Stempel, danke, tschüss. Und sei vorsichtig. Oder wir besser gesagt. Genau, wir sollen vorsichtig sein. Das wollte uns damit sagen. Die Präsenz hier am Grenzposten hat man auch ein bisschen ausgebaut, ne? Servus. Ja, oh, das ist natürlich schwierig, ne? Das wird nix. Da passt das Datum nicht. Sorry. Wovon reden Sie da? Hier, schau mal. Roter Stempel. Nächster, bitte. Ne? Mach's gut. Komm nächsten Monat wieder. Mit deinem blöden Ding hier. So, 25.11, das passt. Männlich, das passt leider nicht. Tut mir leid, sorry. Das geht nicht. Gibt's die rote Karte? Wie es in den Papieren steht. Ja, komm hier, schau da. Hast dein Papier wieder? Ne? Kannst dich hinten wieder anstellen. Beim nächsten Mal dann. Wie sie alle versuchen, uns zu bescheißen. Oh, der Jurgi, servus. Schön geht los. Lang lebe, Astotzka, tolles Land. Bla, bla, bla. Ja, Junge, und jetzt, wo ist der Pass? Hm? Hast du wieder nicht dabei, ne? Tja, das ist dumm. Ach, die Geschichte mit ihm, die fand ich schon richtig geil. Wie er es immer probiert hat, ne? Sie brauchen einen Pass. Schon gut, schon gut. Schau wieder vorbei. Naja, dann hat er sich ja seinen eigenen gemalt, ne? Dann hat er wieder die Einreisebestätigung nicht dabei gehabt und alles. Das hat so ein bisschen an den Film Terminal mit Tom Hanks erinnert, die Geschichte. Das war sehr lustig, fand ich schon, ja. Zum Kaido Kollegien? Nein, sorry. Nein, das funktioniert nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Da musst du einen neuen machen, glaube ich.
Ich verstehe sie nicht. Ja, schau hier, das verstehst du, ne? Zum Kaidor ist, glaube ich, hier. Genau, Impor. So, nächster. Mensch, noch kein Fehler bis jetzt, ey. Richtig nett. Servus. Da fehlt schon mal wieder was, Junge. Da fehlt was. Du brauchst diese komische... diesen Einreisebeleg. Ne? Wo ist er? Was ist das? Ja, schau mal hier. Ciao. Da. Roter Stempel. Zu grünem Mantel. Servus. Na? Oh, 10 Stück haben wir schon. Sehr ordentlich. So, aus Kolechien. Jurko-Start ist in Ordnung. Das passt auch. Weiblich. Das Ding ist auch noch gültig. Ja, doch. Jurko-Start passt. Läuft. Und brav bleiben. Servus. Na? Oh, strenge Manier. Glorian Antegrien. Männlich. Ja. Müsste ja auch passen. Ah, ich bin mir nicht sicher, ey. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ja. Ja, passt. Da, nimm den Scheiß mit. Vierte. Ja, manchmal kommt man echt durcheinander. Manchmal kommt man echt durcheinander. So, Repulien Les Renardi. Ja, schau mal hier, das Ding passt ja hinten und vorne nicht. Du bist vor deiner Zeit. Du bist deiner Zeit definitiv voraus. Na, dein Fehler, genau. Wenigstens sieht es ein. Respekt. Hast du schön gemacht. Ganz groß. So, guten Tag. Skal, jawohl. Obristan, Skal. Skal Obristan passt doch. Das ist in Ordnung. Oh, aber das hier passt nicht. Schau mal. Das hier passt nicht. Sorry. Was im Pass steht, ist richtig. Ist mir wurscht. Na? Schick dich trotzdem heim. So geht's ja nicht. Mann, Mann, Mann. Guten Tag. Was hast du Schönes? Das, oh. Das ist ja also, ne? Ich weiß ja nicht, wo du deine Bilder machen lässt, aber... ich habe mich operieren lassen. Ja, ich lasse dich auch gleich operieren. Dort auch. Servus. Wie sie es alle probieren. Uns zu bescheißen, doch. Echt. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Sohn ist immer noch krank. So, die sind ja wieder alle gut genährt, ne? Also, ne, dann müssen wir wieder hier ein bisschen Geld sparen. Ich will mir schließlich eine neue Fernseher kaufen. Auf geht's. Schwarzmarkt erlebt unbekannte Blüte. Regierung sieht Schuld bei laxen Grenzkontrollen. Wo wird denn hier Lachs kontrolliert? Das ist eine Frechheit. Bodenlose Frechheit ist das. Ah, der nächste harte Arbeitstag wartet auf uns. 26. November. So, ab sofort strengere Vorschriften. Einreisegenehmigung. Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Genau, stimmt. So, okay, also auf den Laden. Genau, jetzt kommt wieder das, was wollen Sie hier und so weiter. Wie lange bist du da? Die Fragestunde geht jetzt wieder los. So, Arbeit. Arbeit ist okay für ein paar Wochen, ist auch in Ordnung. Einreise bis, passt. Dann haben wir hier die lustige Passnummer, die ist auch in Ordnung. Lisa, Top, Jovanova, Lisa. Weiblich, Obristan, Lorndas, passt, danke. Servus. Na, nächster bitte. Guten Tag. So, ein Einheimischer. Sehr gut. 82 ins 73. Eriksson, Johann. Mensch, Johann, wie kann man nur so komisch heißen? Ist in Ordnung. Willkommen bei uns. Willkommen zu Hause, ne? Nächster bitte. Ach verdammt, stimmt, die blöde Stadt muss ich kontrollieren. Ja, habe ich ein paar Klopapier wenigstens. Das ist in Ordnung. Was ist denn das? Das gilt vorher nicht mehr, du. Das gilt nicht mehr. Da fehlt was. Ich habe ein Visum. Lassen Sie mich durch. Nein. Da, nimm den Scheiß wieder mit. Visum reicht nicht mehr. Servus. Schwachsinn. Hallo. Hast gutes Geld bezahlt. Ja, das hättest du doch besser mir gegeben. Hätte ich dich vielleicht durchgelassen. Ne? Für gutes Geld mache ich vieles. So, nur kleines Geld. Naja. Was, Chorista statt? Ne, sorry. Nein. Föderation, Chorista statt. Oh doch, tatsächlich. Uiuiui. Da wäre ich jetzt voll daneben gelegen. Chorista statt habe ich anders in Erinnerung. Uiuiui, da habt ihr Glück gehabt.
Da habe ich jetzt Glück gehabt, da wäre ich jetzt voll drauf reingefallen, aber hier falle ich nicht drauf rein. Schau mal hier. Ja, ja, du konntest das jetzt kommen, du, ist mir wurscht. Ist mir völlig egal. Ja, ist nicht mein Problem, wenn du keine Zeit gehabt hast. Servus. Bin ja so froh, dass die Grenze auf ist. Möchte den Sohn besuchen. Oh, oh, schau mal hier. Hm, nicht gut. Geht leider nicht. Bitte lassen Sie mich durch. Oh, jetzt geht diese moralische Geschichte wieder los. Ja. Was mache ich? Ich nehme den Mu und raus bist du. Na dann, komm. Augen zu und durch. Ja, ja. Ist schon recht. Oh, danke. Stimmt, einen lustigen Token. Gab's ja auch. Teile. Oh, Vorschrift missachtet. Sowas. Wie konnte mir das nur passieren? Hm. So, der Kollege hat Arbeit für ein Jahr. So, ja, Respekt. Impor Haihahn. Männlich. Datum passt. Die Passnummer ist auch okay. Mikhail Kastinov. Kastinov Mikhail, ja. Impor Haihahn müsste passen. So. Servus. Nächster bitte. Sieht ein bisschen aus wie der Jurgi, ne? Der Kollege. So ein kleines bisschen, ne? So, was zu Besuch möchte, 2 Monate. Mhm, das ist okay, das passt auch. Die Passnummer ist in Ordnung. Startup Pass zum Kato Impor Alexandre Blackwilde. Oh. Schwierig? Nein. Nicht gut. Die Namen sind unterschiedlich. Ja, ich ändere meinen Namen auch ständig. Klar, schau. Zeig mir deine Fingerlein. Dann werden wir schon sehen. Oh, kein Alias bekannt. Nee, sorry. Nein. Schwierig. Na? Wovon reden Sie da? Da, schau hier. Einsperren sollten wir dich, du kleine Betrüger. Aber es geht ja noch gar nicht. Das kommt ja erst später. Das kommt ja erst später. Ach, schau an. Da ist er. Servus. Da, jetzt kommt er mit seinem selbstgemalten Bild hier. Da. Oh, je, je. Hm. Tja, Meister. Schau mal hier. Na? Da fehlt was. Immer noch bestes Land, ja. Kobristan, kein realer Staat. Ja, komm später wieder, ne? Wir, aber er gibt nicht auf. Er ist echt tapfer. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ein Einheimischer. So. Octovalis. Jetzt muss ich da wieder genau kontrollieren. Moment. Octovalis. Das ist Octovalis. Ja, haben wir hier. Passt. 99 Kilo. Respekt. Nicht schlecht. Mhm, das Geburtsdatum passt auch. Das Ding gilt auch noch. Also dann, ja. Bist du bei, hallo? Bist du bei uns natürlich willkommen, ne? Willkommen zu Hause. Sehr schön. Guten Tag. Mensch, Abraham Lincoln bei uns hier. Nur da fehlt der Pass, ne? Falls dir das mal einer gesagt hat, du brauchst einen Pass. So, als kleiner Tipp unter Freunden. Ne? Den hat man mir abgenommen. Ja, dann. Tschüss. Servus. Wiedersehen. Schleppermafia, wa? Mhm. Ja, aktueller denn je, ne? Das Thema. So, was möchtest du durchs Land reisen? Mhm. Ja, das ist okay. 14 Tage, das lassen wir gelten. Zum Kaido Impor, das ist okay. Das passt auch männlich. Die Boris Grolowitsch. Grolowitsch. Die Passnummer ist auch okay, ja. Ja, dann. Willkommen bei uns. Ne? Und reis mal durchs Land, Meister. Wenn du das unbedingt willst. So, grüß Gott. St. Marmoro, Antigrien. Besuch 2 Monate. Jawohl. 1882. Oh. Ich glaube, das passt nicht ganz. Schauen Sie nochmal hin. Ja, da, schau hier. Hab genau geschaut. Nächster. St. Marmoro Antigrien. Ich glaube, das passt auch. Ja. Okay. So, was hast du Schönes? Ostchristin. Mhm, das Bild ist in Ordnung. Burnton District. Jawohl, das passt auch. Kefe Dainev. Dainev. 1125. Ja, dich lasse ich durch. Willkommen bei uns. Nächster. Mensch, das läuft ja heute wieder.
13 haben wir schon abgefrühstückt. 13. Na, was möchtest du? Arbeiter, so, so. 2 Monate, ist in Ordnung. Passt nochmal, ist in Ordnung. Irina Marakova. Marakova Irina. Noch nicht abgelaufen. Gross Bros. Oh, na, das passt nicht. Nein. Schau mal hier. Das schreibt sich anders. Den hast du selber gemalt. Genau. Den hast du selber gemalt. Adlerauge, sei wachsam. So geht's nicht. Dreckige Betrüger hier. Dumme verhaften, ne? Die Gute. Oh, sehr krank, unser Sohn. Unser Sohn wird ohne Medikamente sterben. Die Miete hat sich erhöht. Na toll, von uns kann man es ja holen. Ah. Das ist sehr traurig. Tja. Hm. Was soll ich sagen? Na komm, zumindest die Medikamente geben wir aus. Ja, die 5 Astrozka-Dollar, ja. Na gut. Na, wir wollen mal nicht so sein. Vince Lestrade. Republische Stahlläufer. Wegen Mordes gesucht. Genau, Oscar Pieros oder wie er hieß, ne? War ja damals so dieser Auslöser, der wohl versehentlich seine damalige Freundin erschossen hat. Ah, Mann. Der ist auch schon wieder ewig her. So, Vince Lestrade, na gut. Wenn es sein soll. Wenn es denn sein soll. 27. November. So. Sie sind ab sofort autorisiert zu arrestieren. Das finde ich in Ordnung. Endlich können wir die ganzen Leute einsperren. Diese bösen Verbrecher. Servus. So, zu Besuch. Mhm. Oh, wollen wir gar nicht weiterreden. Schau mal hier. Passt nicht. Betrüger. Wovon reden Sie? Einsperren. Zack. Gleich erledigt. Ne? Kein Thema. Schnelle, kurze Klicks, lange, dumme Gesichter. Auf Wiedersehen. Ne? Nächster, bitte. Guten Tag. So, Freunde besuchen. Hi, an Import. Ah, können wir auch gleich aufhören. Ja, schau mal. Ne? Da. Tschüss, ja. Fangen wir gar nicht an. Gar nicht rumlamentieren. Backen halten. Nächster, ey. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ich brauche einen neuen Fernseher. Vince Lestrade, das ist er doch. Genau. Haha. Vince Lestrade. So, wo habe ich jetzt den hier? Zack. Schau mal hier. Kennst du den? Mister. Man hat mich reingelegt. Dreckige Lügner. Ja, komm. Wir haben ihn, glaube ich, nie durchgelassen. Komm, wir lassen ihn mal durch. Da, schau. Viel Spaß. Ne? Was? Hat sich nicht mal bedankt, der Arsch? Ey. Verhaften? Eine kleine Dreckfresser hier. Unglaublich. Undank ist der Heldenlohn, ne? Aber echt. West-Christine. Astotzka, West-Christine. Ne, sorry. West-Christine ist Kollegin. Das passt nicht. Servus. Ne? Einkasteln. Klick. Ja, ja. Mensch, wir hatten doch irgendwann mal Geld gekriegt, oder? Für die ganzen Jungs, die wir eingesperrt haben. Aber ich glaube momentan noch nicht. Schade eigentlich, ne? Das wird sich ja richtig lohnen. Da wäre der Fernseher sofort finanziert. Menschenskinder. So, bla bla bla. Ich hasse dieses Scheißland. Ja, Geld woanders hin, ne? Wenn es da nicht passt, Chingleton, das ist okay. 2 Tage Transit ist auch in Ordnung. Passnummer ist in Ordnung. Nick Carter. Der Backstreet Boy hat sich ein bisschen verändert. Da, hier, schau. Schleich dich. Mach dich weg, du. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ne? Guten Tag. Transit. Mhm. 2 Tage. St. Marmoro, Antigrien. Das St. Marmoro, ja, müsste passen. Linea Starke. Starke Linea. Passt. Das Bündel ist auch in Ordnung. Da, schau. Alles klar. Servus. Ne? Mach's gut. Nächster, bitte. Guten Tag. Aus Repulien. Auf der Durchreise. 14 Tage wahrscheinlich. Ist es der, oder? Ne, das sieht doch anders aus. Hab ich mir doch gedacht. Das sieht doch komplett anders aus. Das Bild ist anders. Ja, mhm. Das ist ja... Weiß auch nicht. Das ist Günter Netzer.
Oh, die sind identisch. Ich glaube, ich bin tatsächlich. Günther Netzer hat sich verändert. Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Glorian Major, ja. Ja, dann ist okay. Ne? Gute Besserung, wenn es hilft. Weiß man ja nicht. Nächster bitte. So, was haben wir hier? Zweck der Reise. Heute ist ein schöner Tag. Ja, super. Interessiert mich doch gar nicht. Will ich gar nicht wissen. Ne? Einwanderung. Ja, das Bild ist okay. Groß. Antegrien. 1684. Männlich. Ja. Doch. Kann man, glaube ich, durchwinken. Ne? Vielen Dank. Ja. Seien Sie nett zu meiner Frau. Genau, jetzt kommt die Nummer wieder, wo die gute Dame, ne, irgendwas passt bei ihr nicht. Stimmt, die hat keinen Einreisebeleg. Oh. Soll man gemein sein? Das ist eigentlich gemein, ne? Ich flehe sie an. Man versetze sich selbst in diese Lage, ne? Oh. Ich schau weg. Ich schau einfach weg und hoffe, dass ich den richtigen Knopf kriege. So, ja, okay. Also ich hab weggeschaut. Sehr gut. Ja. Danke. Danke für die Münzen. Sehr nett. Doch sowas. Ach je, das ist mir doch tatsächlich ein Fehler passiert. Doch das Land reißen, das wird dir ohne Pass nicht gelingen, mein Freund. Ich glaube, das wird schwierig. Na? Ach, jetzt rückt dann Pass raus. Schau an. Impor Enkio, das passt sogar. Lalala, das ist auch in Ordnung, das ist in Ordnung. Männlich, Adamik Strang. Strang Adamik, ja gut, da schau hier. Nächster. So, komm, auf geht's, wir essen zeitig, mach hin. Da, schau mal, das erste Problemchen hier. Na? Das ist schwierig. Ich habe mich in den Papieren stehen. Ja, da schaue ich schon mal, was in den Papieren steht, ne? Kannst du wieder nach Hause gehen? Deine Papiere. Servus. Was hast du Schönes? Glorian Major, Repulien, Besuch. Wie lange besuchst du? 3 Monate, ja. Aber nicht bei uns. Ich glaube, du besuchst irgendwo anders, weil das Ding ist steinalt. Konntest jetzt kommen, ja, Mai. Schade, du. Ich habe auch immer was vor. Ich habe auch einen engen Terminkalender, ne? Einen strammen Zeitplan, aber bei mir nimmt auch keine Rücksicht. Was durchreisen will er? Einige Tage. Das ist okay. Aber wahrscheinlich nicht mit diesem Dokument, weil das gehört irgendjemand anderem, aber nicht dir. Das muss ein Fehler sein, ja. Kannst du mal drüber nachdenken, jetzt, wenn die lustigen Herren mit der Knarre kommen, nehme ich dich mal mit. Ja? Genau. Und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Nächstes Mal gibst du mehr Mühe beim Fälschen von Dokumenten. Guten Tag. Arbeiten möchte die Gute. Wie lang denn? Einen Monat. Einen ganzen Monat. St. Marmor Antegrin. Jawohl. Susanne Petruska. Na, du hast geheiratet, oder? Oder hast dich scheiden lassen? Auf jeden Fall passt der Name nicht. Ich habe 2 verschiedene Namen, ja. Frauen halt, ne? Tatsächlich. Sowas. Die hat uns gar nicht angelogen. Es ist auch die, da muss ich gar nicht vergleichen. Das ist die Tante, ja. Mensch. Du betrügst uns ja gar nicht. Du bist der ganze Sympathische. Schau, dann darfst du rein. Da, steck die Scheiße ein, ne? Servus. Nein, unser Sohn ist gestorben. Oh mein Gott. Der hat doch Medikamente gekriegt. Was soll denn das? Ich habe ja gehofft, dass die Schwiegermutter zuerst drauf geht, aber irgendwie. Na, dann spare ich mir die Medikamente, ne? Wenn das eh nichts bringt und Essen und Heizung, das ist ja alles völlig überbewertet. Hey, cool, schau doch mal hier. $200 auf dem Konto. Gibt's dafür schon den Fernseher? Ich weiß nicht. Oh nein! Ihre ganze Familie ist gestorben. Oh. Traurig. Naja, passiert, ne? Der Fokus des Ministeriums für Arbeit liegt auf Astorzgards zukünftigem Wachstum. Warum sagt uns das niemand?
Arbeit haben, gesunde Großfamilien zu ernähren. Ja, mit welchem Geld denn? Ihr zahlt uns ja bloß einen Hungerlohn, ne? Ihre Position wird jemand anderem zugewiesen, der sie besser ausfüllen kann. Ach Gott. Es lebe Astotzka. Tja, das war's wohl. Ja, das war Ende 2 von 20. Wir wissen ja, es gibt 20 unterschiedliche Enden in diesem Spiel. Wir haben ja schon ein paar durchgespielt in unserem ersten Lauf, ne? Das ging jetzt schon eine halbe Stunde. Gefühlt war das jetzt eigentlich nicht so lang, aber okay. 63 Leute haben wir abgefertigt. 3 verhaftet, 3 Fehler gemacht. Na, was heißt Fehler, ne? Einen Fehler haben wir gemacht, 2 haben wir irgendwie so mit geschlossenen Augen durchgewunken, aber na gut. So, tja, Freunde. Das war's vom Grenzsimulator 2013, vom Special, vom 2000 Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Freude machen mit dieser kleinen Rückschau zurück, der Ausflug in die Vergangenheit. Ja, dann bin ich raus für heute. Auf die nächsten 1000, mal schauen, wie lange es dauert. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg optimistisch. Man weiß ja nicht, wie sich das Ganze so entwickelt. Und ich meine, ich bin ja auch Realist genug, um zu wissen, dass die letzten 2 Monate natürlich stark geprägt waren von Papers, Please, dass ich da Glück hatte, dass ein anderer großer YouTuber das mal gespielt hat. Aber trotzdem, wir bleiben dran, wir arbeiten auf die nächsten 1000 hin. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein, auch für die Treue zu meinem Kanal nach wie vor. Ihr seid herzlich eingeladen zu bleiben und die anderen Projekte anzuschauen. Wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus!